Hallo zusammen, hier ist wieder der Drill und herzlich willkommen zurück zu KBMAFS Woche 9, meinem wöchentlichen Abnehmetagebuch. Kein Bock mehr auf Fett sein, indem ich euch mitnehme auf meine Reise, wie ich versuche, durch bessere und ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung etwas fitter zu werden und mein Übergewicht zu verlieren. Wir sind jetzt 2 Monate dabei. Ich habe in den 2 Monaten rund 19 Kilo abgenommen und ich habe, seit ich angefangen habe damit, im Juli 2020, da ging es dann so langsam los, aber nicht so aktiv und diszipliniert wie jetzt, über 50 Kilo schon abgenommen. Und mittlerweile ist es so, mit jedem Kilo, was purzelt, merke ich auf jeden Fall, dass ich was tut, dass ich länger laufen kann, dass ich fitter bin. Und wir haben heute einen großen Meilenstein geknackt. Und zwar bin ich unter die 140 Kilo Marke gefallen. Sogar ordentlich, direkt von 140,2 auf 137,1 mit Klamotten und Handy in der Hand. Was bedeutet, ich muss noch 3 oder 4 weitere Kilos abnehmen, um mein All-Time-Low zu haben, was ich je hatte, seit ich in der Schweiz bin. Und so langsam sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels, weil das tiefste oder mein Wohlfühlgewicht ist ja so bei 110, 115 Kilo. Ich habe ja im ersten Teil von KBMAFS die Bilder gezeigt, wie ich da aussah. Da war ich Anfang 2017, da ging auch nichts mehr runter. Also das scheint für mich mit 1,98 das Idealgewicht zu sein. Natürlich, wenn du 190 Kilo gewogen hast, hast du natürlich auch lose Haut. Das ist halt klar, wenn du quasi 2 Menschen in einem bist, was auch nochmal ein bisschen Gewicht natürlich dann ist. Denke ich, wenn ich die nicht hätte, dann wäre ich vielleicht auch bei unter 100 Kilo. Aber ich glaube, das sieht nicht mehr gesund aus. Also ich bin schon ein großer Typ halt einfach und ich denke, das ist das Ziel und wir nähern uns langsam immer mehr und das macht Bock. Also im Moment fällt es mir super easy, das durchzuziehen. Jetzt wird es wärmer draußen, die Sonne scheint, ich kann rausgehen, wenn ich Bock habe. Nachts die Spaziergänge sind unheimlich geil, weil wir dann noch immer, weiß ich, 15 bis 20 Grad haben und du kannst endlich mal ohne Jacke und lange Hose draußen rumlaufen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich bin gerade dabei und mache mein Frühstück. Zeige ich euch. Ein bisschen Wasser übergekocht. Hier kocht gerade mein Frühstücksei. Und im Ofen habe ich 2 Aufbackbrötchen. Und gleich muss ich ein bisschen aufräumen, dass mein... Ich habe noch Ankerkrauttees bekommen. 5 neue Sorten, die ich noch nicht hatte. Und so langsam geht mir der Platz aus hier. Guck dir das an. Ankerkraut, Ankerkraut, Ankerkraut. Aber so nach und nach trinke ich hier die Tees weg. Und benutze auch immer mehr von den Gewürzen. Was ich auch durchgesetzt habe, ich habe ja jetzt letzte Woche tatsächlich, habe ich ja gesagt, ich habe mir das neue Hörbuch angehört, oder für mich neues Hörbuch, den Ernährungskompass. Und da wurde gesagt, eine Handvoll Nüsse kannst du auch, während du abnimmst, problemlos snacken. Und ich habe jetzt wirklich jede Hand eine Handvoll Nüsse gegessen. Und wie man beim Wiegeergebnis in der letzten Woche sehen konnte, war das überhaupt kein Problem. Also das Hörbuch werde ich heute weiterhören, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, während das hier fertig wird, zeige ich euch mal, was heute noch ansteht. Und zwar war ich ja jetzt die letzten Tage nicht viel am PC, weil meine Schwester Steve mich besuchen war und wir im Tessin waren. Oh, mein Essen ist fertig. Alexa! Stopp! Und da rennt gerade KBMAFS Teil 8. Und danach muss ich den Tessin-Vlog schneiden, wo wir waren. Das soll dann nämlich am Sonntag kommen. Und da bin ich gerade dran. Da werde ich durchgrinden, sollte so 16, 17 Uhr dann fertig sein. Und danach werde ich auch direkt den Stream anhauen, weil wenn du mal eine Woche nicht da bist auf YouTube oder Twitch, bleibt sehr viel liegen. Und weil das ein sehr schnelllebiges Geschäft ist, musst du da direkt wieder nahtlos anknüpfen und richtig fett reingrinden. Und das werde ich machen. Und Bewegung machen wir dann heute Abend irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob mein Ei oder meine Brötchen fertig geworden sind. Ich muss mal gucken, dass da nicht irgendwas anbrennt. Deswegen sehen wir uns später wieder, wenn es was Witziges oder Spannendes zu erzählen gibt. Der Kollege rendert noch immer. Und das ist das Frühstück für heute. Eigentlich wie immer, nur dass wir, als Steve hier waren, einmal Geflügelsalami noch gekauft haben, weil Steve sie so gerne mochte. Die ist natürlich ja nicht so fettig wie normale Salami, aber schon fettiger als den Rest, den ich sonst so aufs Brötchen packe. Aber werde ich nicht wegschmeißen, deswegen werde ich die jetzt nach und nach aufessen. Inzwischen haben wir es fast 17 Uhr. Tessin-Vlog geht gut voran. Der Trillux-Clips-Kanal hat gerade die 6000 Abos geknackt. Der geht ab wie Scheiße. Was sind das bitte für Aufrufzahlen für irgendwelche random Twitch-Clips, die ich einfach nur hochlade? Deswegen habe ich mir gerade nochmal einen schönen Clip rausgesucht, der dann das spontane 6000 Abo-Special geworden ist. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Den werde ich jetzt gerade einstellen und dann geht der Stream live. Es wird Trackmania gedaddelt und ich habe mir heute aufgetaut, Spätzle, Spinat und Pilze
Gericht, was ich letztens mit Steve über HelloFresh gekocht habe. Wenn es ein bisschen komisch aussieht, ich esse es tatsächlich kalt, weil wir gleich hier Cup of the Day haben und ich hatte keine Zeit, das noch warm zu machen. Aber es schmeckt auch so sehr, sehr gut. So, der Stream ist aus. Wir haben jetzt 11:30 und ich werde einmal kurz gleich rausgehen und gucken, wie das Wetter ist. Gestern hat es geschüttet wie aus Eimern. Ich habe aber gerade gar keinen Bock drin zu bleiben. Ein bisschen Bewegung und frische Luft tut mir gerade gut, haben ein bisschen Kopfweh. Deswegen, ich gucke mal gleich und wenn das Wetter passt, dann werde ich noch mal meine Stunde draußen rumlaufen, glaube ich, heute. Morgen früh werde ich dann den Tessin-Vlog weitermachen. Heute wurde ich im Twitch-Chat auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass morgen der geile Pokémon Community Day ist mit Kalamaut oder sowas. Der soll sehr, sehr krass sein. Es soll aber morgen wieder hier in Zürich regnen, 80% Regenwahrscheinlichkeit. Das ist ein bisschen doof. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es nächsten Samstag ist. Jetzt muss ich morgen früh aber noch 3, 4 Stunden den Tessin-Vlog weiterschneiden und kann nicht nach Zürich und da Pokémon Go spielen. Aber wenn das Wetter eh scheiße ist, vielleicht wäre ich eh drin geblieben. Deswegen werde ich nebenbei beim Videoschneiden, denke ich, ein bisschen Rauch anmachen und mir ein Glücksei zünden und versuche dann morgen, während ich das Video schneide, so viel zu fangen, wie es geht. Ich hoffe, das passt dann auch und ich kann genug fangen. Werden wir sehen. Aber ich glaube, ich mache mich jetzt erstmal fertig. Dann laufe ich draußen noch mal eine Stunde rum und dann gehe ich pennen. Ich bin mega müde, ich weiß gar nicht warum. Aber morgen geht es dann weiter. Wir sehen uns gleich nochmal draußen. Ihr seht wahrscheinlich wieder fast nichts. Aber war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, nochmal rauszugehen. Ich bin seit einer halben Stunde unterwegs. Kopfschmerzen sind komplett weg. Bin wieder ein bisschen wacher. Deswegen glaube ich, mal schauen, ich bin auch eine gute Stunde unterwegs. Aber jetzt glaube ich gerade, dass ich dann, wenn ich zu Hause bin, nochmal ein bisschen am Tessin-Vlog weiterschneide. Dass ich dann morgen vielleicht doch unterwegs sein kann, um den Community Day in Pokémon Go mitzunehmen. Boah, bin ich gerade froh, dass ich nicht auf dem Fahrrad bin, dass ich hier draußen bin. Die Luft ist so geil, weil es ja den ganzen Tag geregnet hat. Kennt ihr da sicherlich wie das der Geruch von nassem Gras oder nassem Laub oder so. Mega geil gerade. Top, richtige Entscheidung getroffen. Moin, der nächste Morgen. Ich mache jetzt den Tessin-Vlog fertig, dass ich den heute hochlade. Und dann habt ihr den hoffentlich am Sonntag gesehen. Und heute ist noch Pokémon Community Day. Ich denke, mit rausgehen wird heute wahrscheinlich doch nichts, sowohl zeitlich als auch wettertechnisch, wenn ich raussehe. Gerade ist es zwar trocken, aber ich habe mir gerade den Wetterbericht angehört, das soll ab 12 Uhr komplett durchregnen. Deswegen wird es, glaube ich, ein Pokémon Community Day von zu Hause aus. Und ich werde mir hier nebenbei meine Kalamauts fangen. Bisschen schade, weil ich mich auf den echt gefreut habe, die letzten 2 Monate, aber naja. Beim letzten hat das Wetter auch schon nicht mitgespielt bei Warblut. Da hat es auch geregnet, wie scheiße, als ich in Duisburg war. Mann, ey, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Könnt ihr mal callen, wenn ihr es wisst, was der nächste Pokémon Community Day wird im Juli dann. Ob das ein Pokémon ist, wo es sich lohnt, für rauszugehen. Weil bei Wablo haben super viele geschrieben, lohnt nicht, ist doch kacke das Ding. Aber Kalamaut haben super viele von euch immer geschrieben, hol das unbedingt, geh dafür raus, die musst du fangen. Jetzt haben wir wieder Kackwetter, nachdem die letzten 2 Wochen richtig geil waren, ey. Ich habe ein bisschen Pech mit dem Wetter leider immer beim Community Day. Okay, ich mache mich ans Video und zeige euch dann gleich mein Frühstück. 11:07 Uhr, komm gut voran mit dem Vlog. Jetzt wird gefrühstückt, wieder meine 2 Brötchen und es werden die ersten Kaumalats gefangen. Oh yeah. So, 11:30 Uhr, Tessin-Vlog ist fertig geschnitten, ist ein bisschen unter 50 Minuten lang geworden. Ich habe vorhin mein erstes Shiny Kaumalat gefangen. Das wird jetzt durchgerendert, das dauert bestimmt 1 Stunde 20 oder so. Und dann werde ich das hochladen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich radel, je nachdem, wie lange das Rennen dann dauert, so lange auf meinem Fahrrad hier ein bisschen rum. Shoutout an Luket, der hat mich zu einem Regize-Regize-Raid eingeladen. Da mache ich mich natürlich absolut mit rein. Weil das Pokémon habe ich noch nicht. Dankeschön, Luket, für die Einladung, da mache ich mich rein. Ja, gerade mal die ersten Minuten abgewartet, rendert noch über 50 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt meine Dreiviertelstunde auf dem Fahrrad. Oh, guck mal da. Ein Schwan? Da habe ich hier schon reingeradelt mit kurzer Hose, weil es war echt super warm jetzt schon in der Woche. Jetzt kommt so langsam der Sommer, da muss man sich überlegen, ob man das Klimagerät nicht langsam mal wieder hochholen soll. Aber der Tag bis dahin war extrem geil. Dreiviertelstunde auf dem Fahrrad dann auch durchgezogen.
Und dann bin ich wieder an den PC gegangen. Jo, fertig mit Sport. Ich hasse mein Leben gerade. War jetzt eine Dreiviertelstunde auf dem Ergometer und habe mir gerade gedacht, geil, jetzt noch Video hochladen, dann kannst du doch noch schnell nach Zürich reinfahren, weil es hat noch nicht geregnet. Und da den Pokémon Community Day mitnehmen. Aber Sony Vegas hat mal wieder plötzlich aufgehört, bei 85% das Video weiter zu rendern. Und ich kann den Scheiß jetzt nochmal durchrendern. Super. So, 14 Uhr, Videos durchgerendert und jetzt auch live. Seit 5 Minuten. Haben sogar schon fast 1000 Leute gesehen. Das ist immer ein bisschen hinterher. Und da jetzt noch fast 3 Stunden Pokémon Community Day ist und es noch immer nicht draußen geregnet hat, habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, nach Zürich zu fahren und da dann noch so 2,5 Stunden vom Pokémon Community Day mitzunehmen. Ich habe bisher 4 Shiny Kalamauts gefangen. Erst 2 Stück, die eine 3-Sterne-Bewertung haben. Also da muss noch ein bisschen was gehen. Und wie ihr gesehen habt, auf dem Fahrrad, als ich rumgeradelt bin, habe ich sogar auf meinem zweiten Handy mit meinem zweiten Account auch noch ein paar gefangen. Aber jo, ich mache mich jetzt soweit fertig, fahre dahin, renne dann da noch 2 Stunden rum. Ich habe auch endlich mal meine Fitnessuhr wieder aufgeladen. Und dann gucke ich mal, wie viele Schritte ich da heute noch zusammenkriege. Aber das wird dann ein richtig guter Tag. 45 Minuten schon auf dem Fahrrad gemacht. Jetzt renne ich noch 2 Stunden rum und mache einen Community Day fertig. Und dann wird heute Abend noch gestreamt. So, ich bin fertig. 10.000 Schritte voll. Und ich habe etliche Kaumalat gefangen. 1.700 Bonbons, 130 Kaumalat Bonbon XL. Und auch ein Arsch voll Shinies, wie ihr sehen könnt. Alle anderen Markierten haben hier die 3-Sterne-Bewertung. Da werde ich mir jetzt ein paar von entwickeln. Aber ich glaube, so krass habe ich noch nie einen Community Day durchgerannt. Ich habe aber unheimlich viele von denen bekommen, die super scheiße waren. Schlechte Stats. Ich glaube, ich habe so 5 Stück, die ganz okay sind, aber ich habe nicht mal ansatzweise einen 95er IV oder 100er IV. Aber es hat trotzdem Bock gemacht. 16:30 Uhr haben wir jetzt. Ich werde jetzt hier noch ein paar entwickeln. Dann fahre ich nach Hause und mache einen Stream an. So, wir haben jetzt gleich 5:30 Uhr. Ich habe mir gerade die Kommentare von dem Tessin-Vlog ein bisschen durchgelesen. Und bevor der Stream jetzt startet, gibt es jetzt mein Essen. Das war das HelloFresh-Gericht. Ja, so Reis, Gemüse mit selbstgemachten Hackbällchen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Das haue ich mir jetzt rein. Und nachher gibt es dann noch einen Joghurt dazu. Aber auch wenn der Tag für mich jetzt gerade mal halb rum ist, weil ich jetzt noch 6, 7 oder 8 Stunden streamen werde, war das schon sehr erfolgreich. Eine Dreiviertelstunde auf dem Fahrrad gemacht, jetzt gerade noch mal 2,5 Stunden oder 2 Stunden rumgelaufen, 10.000 Schritte gemacht. Das war gut. Jetzt noch hoffentlich ein bisschen Glück in Counter-Strike im Stream. Und dann war das ein super Tag heute. Wir sehen uns später. So, wir haben jetzt knapp 24 Uhr. Ich bin saumüde. Zum Glück habe ich heute schon eigentlich zweimal Sport gemacht, die 45 Minuten und die 2,5 Stunden draußen rumlaufen. Vielleicht bin ich auch deswegen so am Arsch. Ich werde mich jetzt ins Bett legen, vielleicht noch ein, zwei Videos gucken und dann gehe ich pennen. Morgen ist Montag. Morgen muss ich mal gucken, was ich mache. Vielleicht einkaufen, noch ein paar andere Sachen erledigen. Ich muss noch Rechnung schreiben. Ich habe noch ein Telefonat mit meiner Steuerberaterin. Mit meiner Bank muss ich noch einmal telefonieren und dann vielleicht ein bisschen YouTube-Kram noch, mal gucken. Morgen ist noch gar nicht so richtig durchgeplant, aber heute war ansonsten ein sehr erfolgreicher Tag. Stream war nicht so geil. Wir haben fünf CS-Matches gespielt, viermal umgehackt worden. Also CS war eine Katastrophe. Und ich glaube, das hatte ich im ersten oder zweiten Teil von KBMAFS immer erwähnt. Das sind so die Abende, wo ich sonst richtig gefressen hätte. Der Tag war richtig geil. Tessin-Vlog habe ich fertig geschnitten, hat Bock gemacht. Kam gut an, hatte da meinen Spaß. 45 Minuten Fahrrad ganz früh gemacht, hat Bock gemacht. Dann noch 2,5 Stunden draußen gewesen, Community Day gespielt, war geil. Und wenn du dann so einen Stream hast, wo CS halt wirklich 4 Stunden am Stück überhaupt keinen Spaß macht, weil du nur umgecheatet wirst und die Games scheiße sind, dann ist die Stimmung für den Rest des Tages auch am Arsch. Jetzt haben wir am Ende noch Realer Irrsinn geguckt, das hat Bock gemacht, ein bisschen GeoGuessr gespielt. Aber trotzdem ist die Stimmung jetzt bei mir gerade so, ja, war jetzt irgendwie am Ende doch nicht so ein geiler Tag. Und das ist immer das, was bei den Streams dann immer so ist. Mit dem Gefühl, mit dem ich aus dem Stream rausgehe, gehe ich dann ins Bett. Und das fuckt an so Tagen echt richtig ab, wo jetzt CS heute überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Die 4 Stunden haben sich angefühlt wie 12. Und das nervt mich immer. Und deswegen will ich im Moment unbedingt noch ein paar andere Games finden, die man spielen kann, wenn das so ist. Wir spielen im Moment ein bisschen Trackmania nebenbei, aber ansonsten haben wir da im Moment wieder nicht relativ viel. Und das ist halt so schade, weil ich sonst den Tag so durchgezogen habe. Eigentlich war es ein super produktiver Tag. Ich habe heute 4 Stunden an einem Video rumgeschnitten, gerade noch 6,5 Stunden gestreamt,
dann noch eine Stunde anderen Kram gemacht, der zu YouTube und Twitch gehört, den ihr jetzt nicht auf YouTube oder Twitch selbst mitbekommt, aber mit einer Selbstständigkeit geht da immer noch ein bisschen anderer Kram einher. Dann habe ich mich heute 3,5 Stunden sportlich bewegt. Also eigentlich habe ich den ganzen Tag was gemacht und war komplett durchproduktiv, aber irgendwie lege ich mich jetzt im Bett und denke mir so, Mann, ey, bin froh, wenn der Tag vorbei ist. Und das ist immer so schade. Deswegen, wenn ihr Tipps habt für andere Spiele, wo ihr denkt auch, dass die uns Spaß machen können, also nicht nur mir, sondern auch den Schweinehem-Jungs und Röder und so, haut mal ein paar Tipps in die Kommentare rein. Wir brauchen im Moment ganz, ganz dringend irgendeinen Ausgleich zu CSGO, wenn wir so Tage haben wie heute, wo man einfach mal sagen kann, jo, lass uns das Game switchen, spielen wir halt jetzt noch 4 Stunden Spiel XY, und da haben wir genauso viel Spaß wie an einem guten Tag CS. Irgendwas brauchen wir da ganz, ganz schnell und ganz dringend. Gut, ich mache mich ins Bett, ich bin echt fertig jetzt und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Guten Morgen, jetzt haben wir Montag um 9 Uhr und heute wird ein ganz komischer Tag. Heute gehe ich ganz viele verschiedene Projekte an. Ich fange gleich an, ein Video zu schneiden, dann werde ich hinten im Flur, da sieht man das Riesenpaket, mein Rechner und mein Laufband vielleicht schon mal auspacken und den Rechner schon mal so langsam anfangen einzurichten. Ich habe ja den neuen Rechner von Hightech bekommen, wo ich dann auch endlich mal mit guten FPS spielen kann. Das werde ich aber nach und nach in den nächsten 2-3 Tagen machen, weil das dauert bei mir ziemlich lang, den Rechner so weit fit zu machen, dass ich wirklich alles und jede einzelne Datei da drauf habe. Ja, hier und da werde ich euch mal mitnehmen. Heute regnet es wirklich draußen. Gestern habe ich ja Glück gehabt beim Community Day. Das heißt, heute wird es eine Session auf dem Fahrrad nur geben. Und heute Abend wird dann auch nochmal gestreamt, weil ab 16 Uhr startet mit meinem Partner Stream Heroes ein Raffle, wo man für gecraftete Karten Tickets bekommt und da ein paar Sachen wie Monitore und so gewinnen kann. Deswegen ist das heute fester Zeitplan, 16 Uhr Stream. Bis dahin sind ja aber noch einige Stunden und ich werde mal gucken, dass ich in der Zwischenzeit hier so ein paar Sachen erledige. Und wenn es irgendwas Spannendes zu zeigen gibt, dann nehme ich euch mit. Und ich habe gerade nochmal den Trilux Clips-Kanal gecheckt. Das ist so absurd, wie die Videos da zum Teil abgehen. Was sind das für Aufrufzahlen? Einfach nur, weil der YouTube-Algorithmus sagt, yo, das schmeckt, die müssen gepusht werden. Völlig krank. Und mein Tessin-Vlog auf dem Main-Kanal, wo 250.000 Leute abonniert haben, haben 12.000 Leute geguckt. Aber YouTube sagt, Zeus durch die Wand, gleich glücklicher Gamer, muss innerhalb von 24 Stunden 40.000 Aufrufe machen und schlägt das vor. Einfach so. Null Effort dahinter. YouTube ist in der Hinsicht echt komisch geworden die letzten Jahre. Aber naja. Ist ein cooles kleines Nebenprojekt. Macht auch Bock. Und die ganzen uralten Clips kommen wieder ans Tageslicht. Guck mal, wie alt der ist, dieses uralte Overlay. Das habe ich 2016 und 17. So, da ist er. Das war das Case, was ich mir ausgesucht habe. Das Infinity 2. Weil ich das cool fand, wie die LED-Lichter so nach hinten gingen. Das sah cool aus. Mal gucken, wie er gleich in echt aussieht. Und ich habe 3 Kubikmeter Packing Peanuts jetzt. Sieht eigentlich aus Papier. Ich weiß gar nicht, wie entsorgt man die richtig. Ist das Papier? Ich weiß mal, dass man die essen kann. Nee, die sind aus Mais oder sowas, ne? Muss ich nächstes Mal beim Betriebshof gucken, wie ich die da wegkriege. Ah, da ist der neue Rechner von Hightech. Ich packe den mal aus, werde den gleich mal hier anschließen, denke ich. Ich glaube, ich baue mir hier dann 2 Setup auf mit meinem Ersatzmonitor, dass ich den hier in Ruhe einrichten kann. Und dann renne ich halt immer nur mit einer Festplatte von meinem Zimmer drüben rüber und mache das fertig. Aber ich hole den erstmal da raus. Frühstück-Time, wie gestern eigentlich. 2 von den Brötchen mit Aufschnitt. Da ist die Lecke. Ich habe hier die Folie hier noch nicht abgezogen, weil ich da noch ein paar Mal draufpacken werde. Da könnt ihr einmal reingehen. Dahinter versteckt sich der 5950X Ryzen. Hier meine 3080. Specs werde ich euch dann nochmal in einem separaten Video zeigen. Grüße gehen nochmal raus an Hightech. Das ist hier die Front. Ich habe ihn noch nicht angemacht, aber ihr seht, wie krass das spiegelt hier. Bin mal gespannt, wie der aussieht, wenn er an ist. Das ist ein riesen Tower. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so groß ist. Also da könnte man noch ein bisschen mehr reinpacken in Zukunft. Aber er macht sich gut, oder? Ohne, dass er an ist. Sieht sehr, sehr clean und schön aus, finde ich. So, Stream ist aus. Wir haben jetzt 24 Uhr. Hat unheimlich viel Bock gemacht. Also so Spaß und jetzt hatte ich schon lange nicht mehr. Montagslogin und Pete's Meets gemischt. 3 Games haben wir gespielt auf Cobble Cash und DEZO. Richtig, richtig geile Games gewesen. Die kommen auch nach und nach auf YouTube, denke ich. Das erste habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Davor noch ein paar Stunden Freakmania gespielt. Hat auch Bock gemacht. Ich glaube 7 Stunden 30 gestreamt. Also das war richtig geil heute. Ich bin unheimlich müde. Richtig, richtig müde. Aber ich muss ja noch Sport machen. Habe ich heute nicht dazwischen geschoben. Deswegen werde ich mich jetzt noch eine Dreiviertelstunde auf meinen Ergometer setzen. Draußen regnet es. Deswegen gehe ich heute nicht raus. Ich denke, heute drin radeln wird auch passen.
und das ziehe ich jetzt noch durch. Und morgen ist dann wieder der Dienstag mit Pogrev. Morgen wird also auch wieder ein sehr, sehr langer Stream. So, dreiviertel Stunde durchgezogen, 430 Kalorien. Ich gehe jetzt pennen. Gute Nacht. Moin, heute ist Dienstag, heute ist wieder Pogrev-Tag. Das heißt, heute wird ein langer Stream. Ich habe gleich den Call mit Ankerkraut, weil ich diesen Samstag oder Sonntag, den 13.06. ist das, ich glaube, das ist der Sonntag um 12 Uhr, ein Koch-Battle gegen Lena habe, gegen Shushu. Und so habe ich mal wieder mein Maul zu weit aufgerissen, habe gesagt, ich würde Lena im Kochen wegmachen. Wir kriegen eine Zutatenliste von Ankerkraut und müssen mit diesen Zutaten und den Gewürzen, die wir von Ankerkraut haben, ein eigenes Gericht kreieren. Das wird dann von einer Ankerkraut-Jury bewertet, wer gewonnen hat. Und das wird heute alles nochmal durchgesprochen. Ich glaube, ich werde jämmerlichst kassieren. Wenn es einigermaßen essbar ist, bin ich, glaube ich, schon zufrieden. Ansonsten werde ich nachher mal gucken, dass ich den Rechner weiter aufbaue und ans Laufen kriege, den neuen. Dann geht heute so am frühen Nachmittag, ja, frühen Nachmittag nicht, am Nachmittag geht dann der Stream wieder live. Ich werde noch ein, zwei Videos anfangen zu schneiden. Also heute wird ein ganz, ganz langer Tag am PC wieder. Und ich habe etwas Wildes geträumt. Ich habe geträumt, dass ich ein Trade-Up mal wieder gemacht habe für eine AK Case Harden und ich habe einen Top-5-Pattern bekommen. Und der hat sich so real angefühlt, dass ich mir heute gedacht habe, ey, heute gibt es im Stream ein kleines Special und ich werde gucken, ob ich seherische Fähigkeiten habe. Und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe mir einige Skins besorgt. Einige Field-Tested M41 ist Darkwater, da kann die AK Case Harden rauskommen aus dem Trade-Up. Und einige von den Farmers Hexane und SCAR20 Crimson Web für die 5-7 Case Hardened. Und ich werde nochmal mein Glück probieren. Ich glaube, den letzten großen Trade-Up habe ich gemacht an meinem Geburtstag 2020. Also schon weit über ein Jahr her. Die sind beide gefailed. Das waren zwei AWP Gungnir Trade-Ups, wenn ich richtig im Kopf habe. Und seitdem habe ich keine mehr gemacht. Und heute versuchen wir es nochmal im Livestream. So, bin gerade im Call mit Dalu. Und jetzt wird gefrühstückt. So, ich habe mir hier auf dem Esstisch jetzt gerade mein Einrichtungssetup soweit fertig gemacht, damit ich das schön in Ruhe machen kann. Hier kann ich den PC dann einrichten. Den werde ich jetzt das erste Mal anmachen. Schauen wir mal, hinten hier ist umgelegt. Dann starten wir die Bude mal. Wow! Boah, sieht aber echt geil aus. Okay, hier natürlich noch nicht ganz, ne, weil ich hier noch die Folie drauf habe, die mache ich aber am Ende ab. Oh, ich mag das, das ist richtig schön clean und das finde ich richtig fett. Das sieht halt echt so aus, als würde das da 20 cm reingehen. Dabei geht das da gar nicht rein. Wie kommt dieser Effekt zustande? Das sieht halt echt aus, als würde das richtig tief reingehen. Komm, mach noch einmal. Boah, der gefällt mir richtig gut. Gute Wahl beim Tower. Ist ein bisschen größer, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Also da passt wirklich noch sau viel rein, theoretisch. Aber der steht ja hier eh nur rum. Das ist ja dann nicht mein mobiler Rechner. Sondern den ich inner hier habe. Nice. Geht schon mal an. Jetzt werde ich da ein paar Stunden die Sachen drauf installieren und den fertig machen. Und später wird gestreamt. Aber der wird wahrscheinlich noch an diesem Wochenende in Betrieb genommen hier. Let's go. Da aber natürlich auch nochmal ganz liebe Grüße raus an Phil und Hightech. Mein Partner, die mir den hier gestellt haben. Da wird nochmal ein separates Video auf dem Live zu kommen, wo ich dann auch mal die FPS vergleiche. Aber ich denke, das wird ein sehr, 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 sehr fettes Improvement sein im Vergleich zu dem alten. Richtigen Screensaver auch schon fertig gemacht. Mal gucken, ob alles funktioniert. Maus. Sofort erkannt. Perfekt. Okay, ja, dann mache ich mich mal an die Einrichtung. Ab 16 Uhr habe ich einen Streamstart geplant. Das ist in 3 Stunden. Und so lange werde ich jetzt hier sitzen und meine ganzen tausenden Programme für den Stream und Videoschneiden ready machen. Die ganzen Plugins, die ich brauche, alle Passwörter hier mal rüberpacken und mich überall einloggen. Da werde ich jetzt erstmal eine Weile mit beschäftigt sein. Einrichtung läuft wunderbar. Ich habe gerade kurz mal CS gestartet. Die FPS sind lecker. Zumindest schon mal offstream. Mal gucken, wie es dann onstream ist. Wie gesagt, da wird es dann noch ein separates Video zu geben. Wir haben jetzt 15:30 und da heute Pokerev wieder geht, bis 2 Uhr nachts, werde ich mich jetzt wieder für eine Dreiviertelstunde auf mein Ergometer hocken, höre mir nebenbei weiter den Ernährungskompass an und dann geht der Stream auch schon live. Let's go! Auch da nochmal, Ernährungskompass ist für mich eine absolute Empfehlung. Ich habe viel gelernt über Nahrung und wie die funktioniert und was der Körper damit macht. Ist echt super spannend.
Das Coole ist, dass das nicht so ein Guide ist, wie du jetzt unbedingt essen musst, um abzunehmen und was gesund ist und was nicht, sondern es bietet einfach nur so eine Vorlage, dass du dich daran orientieren kannst. Ist super nice, um nebenbei hier rumzuradeln. Stream läuft, wir spielen Cup of the Day jetzt und es gibt auch wieder aufgetaut meine Gemüsepfanne, die ich vor ein paar Wochen gekocht habe. Da sind 3, 4 Chickenstücke drin und darunter etwas Reis. Hallo, heute ist Mittwoch und heute ist der Danger Zone Tag mit Felix wieder. Ich bin gerade schon seit 2, 3 Stunden am Rechner, habe gerade das Poker-Video geschnitten, was wir gestern aufgenommen haben. Gestern Nacht war halt wieder Poker-Ref, haben wir uns angeguckt. Dann habe ich noch ein paar Sachen für den Trilux Clips-Kanal gemacht, habe meiner Steuerberaterin geschrieben, ein, zwei Rechnungen geschrieben und überwiesen. Und jetzt werden noch ein paar Videos weitergemacht. Ich frühstück jetzt gleich, ich zeige euch, was es gibt. Und dann überlege ich, wie ich das heute mit der Bewegung mache, ob ich nicht gleich schon raus will, weil heute ist endlich mal wieder trocken und ja, nee, sonnig ist nicht, aber es ist nicht komplett dunkel heute. Und vielleicht laufe ich jetzt gleich einfach schon mal 1,5 Stunden rum, weil ich gerade Bock habe, mal wieder ein bisschen rauszugehen. Ansonsten steht die Woche noch einiges an. Am Freitag, ihr habt es ja dann schon gesehen, gestern haben wir ein Showmatch, Team Schweine-M gegen BIG auf der neuen Tuscan und noch vielleicht ein, zwei weiteren Maps. Da freue ich mich sehr drauf. Am Sonntag, also für euch morgen, tragt euch das ein. Um 12 Uhr gibt es ein Kochbattle auf meinem Twitch-Kanal. Ich werde gegen Shushu, gegen Lena ein Kochbattle machen, zusammen mit Ankerkraut. Bedeutet, Ankerkraut hat uns eine Rezeptliste geschickt. Wir müssen sämtliche Sachen davon kaufen und in unseren Gerichten verwenden. Und das wird dann auf dem Ankerkraut-Kanal gerestreamt und kommentiert. Und da wird eine Jury entscheiden, wer besser abgeschnitten hat. Ich denke, ich werde da sang- und klanglos untergehen, aber das wird ein cooles Event. Schaut da vorbei. Morgen am Sonntag um 12 Uhr Mittag startet das. Und Samstag, also für heute, ist auch noch was Cooles geplant. Deswegen, ich bin gerade dabei, ein paar Sachen vorzubereiten. Für den Kochstream muss ich noch alles aufbauen nach und nach. Drüben richte ich noch immer nach wie vor meinen Rechner so ein bisschen ein. Ich denke, den werde ich aber nächste Woche erst in Betrieb nehmen, weil jetzt noch so viel ansteht. Aber ich freue mich heute wieder auf den Stream. Bisschen Trackmania, Cup of the Day mit Felix Danger Zone. Heute wird hoffentlich wieder nice. So, und Frühstück. Ihr kennt es mittlerweile. Ich muss morgen dann auch einkaufen gehen, weil ich keinen Wurstbelag mehr habe. Ich habe jetzt noch immer hier meine Geflügelsalami, die muss jetzt nach und nach weg. Die Marmelade von Omi 1. Mein Lieblingsbrötchen, Käse mit Gurke drauf und ein Frühstücksei. So, inzwischen haben wir schon 4:15. Ich habe es nicht mehr geschafft, heute rauszugehen. Deswegen gibt es heute doch eine Nachtsession. Inzwischen regnet es hier auch wieder und es gibt ein bisschen Gewitter. Ich habe aber 2 Videos fertig gemacht, 2 Thumbnails. Ich habe auch mit meiner Steuerberaterin gequatscht, mit der muss ich morgen nochmal quatschen. Und ich werde jetzt einen Stream anmachen, zusammen mit Felix Danger Zone, Cup of the Day. Danach mal schauen. Also sehen wir uns wahrscheinlich wieder in 7 bis 8 Stunden wieder. Zu der kleinen Sporteinheit. Sorry, wenn die Woche jetzt nicht so spektakulär ist wie die letzte oder die davor. Weil habe ich, glaube ich, am Anfang gesagt, es ist so viel liegen geblieben jetzt, wo die Woche Steve da war. Dann haben wir jetzt noch die Projekte mit dem Kochstream, wo ich noch den ganzen Aufbau machen muss. Da sind wir 2 Stunden, die dafür draufgehen. Dann das Showmatch mit BIG muss auch noch geplant werden und gucken, wie das ganze Format aussieht. Also diese Woche ist echt jeden Tag 14 bis 16 Stunden am Rechner. Deswegen passiert außerhalb dessen nicht sonderlich viel. Aber ja, ich versuche euch, zumindest wenn mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, mitzunehmen, wenn es geht. Also sorry, wenn die Woche nicht so spektakulär ist, aber ich muss im Moment halt super viel für Twitch und YouTube einfach machen. Danger Zone mit Felix. Und jetzt gibt's mein Essen. Aufgetaut, das war das letzte HelloFresh-Gericht. Hier Reis mit Gemüse und Hackfleischbällchen. Sehr, sehr lecker. Let's go. Moin, heute ist Donnerstag, um 9:30 Uhr. Ich habe gerade schon einen Call mit meiner Steuerberaterin gehabt. Und wie ihr gestern mitbekommen habt, wurde kein Sport mehr gemacht tatsächlich. Weswegen ich heute zweimal Sport machen will, weil gestern Abend nach dem Stream hatte ich mega Kopfschmerzen. Ich habe noch so bis 11 oder so gestreamt, ich glaube 7 Stunden noch. Und danach ging es mir richtig dreckig. Ich hatte so Kopfschmerzen. Da habe ich mich auf die Couch gelegt, um ein bisschen zu chillen, bin da eingepennt und dann irgendwann um 2, 3 Uhr nachts wieder aufgewacht. Und dann dachte ich mir, boah, nee, hatte ich noch immer Kopfschmerzen und bin dann einfach pennen gegangen, weil ich echt, echt richtig am Arsch war gestern. Aber heute geht es mir wieder ein bisschen besser. Bin noch nicht ganz, ganz auf dem Damm wieder. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Falsch gegessen habe ich auf jeden Fall nicht, keine Ahnung. Hatte einfach Kopfschmerzen gestern, vielleicht wegen dem Wetterumschwung die ganze Zeit von heiß auf kalt. Deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt gleich, ich muss noch ein bisschen was am PC machen, eine erste Session auf dem Ergometer hier drin zu machen, um erstmal reinzukommen. Und heute ist ja Donnerstag, der Tag, wo ich nicht garantiert streame, wenn ich es zeitlich nicht schaffe. Denn habe ich gestern ja, glaube ich, schon erzählt, heute muss ich noch ein paar Sachen machen. Ich muss die Wohnung putzen, ich muss gleich einkaufen gehen.
Dann will ich den neuen Rechner soweit flott machen, dass ich den dann nächste Woche zur Danger Zone benutzen kann. Gestern habe ich wieder schon mit 40 FPS in der Danger Zone gezockt. Das war ein bisschen Abfuck, deswegen will ich den für nächste Woche unbedingt fertig machen. Und all so ein Kram. Also alles das, was eine ganze Woche liegen bleibt, wenn du halt alleine bist und den ganzen Tag am Rechner sitzt, das muss heute alles gemacht werden, immer am Donnerstag. Und deswegen habe ich vielleicht auch Zeit, heute Abend dann nochmal eine zweite Sporteinheit reinzumachen und dann sollte das passen. Ich nehme euch gleich wieder mit, wenn irgendwas Spannendes passiert. Frühstück gleich. Jetzt mache ich noch eine Stunde was am Rechner und dann schmeiße ich mich erstmal aufs Ergometer. Inzwischen haben wir 12. Es ist gerade das Video Montagslobby und Pizmeet im CSGO intern online gekommen. Und ich werde jetzt frühstücken. Und wie ihr seht, ich muss halt dringend einkaufen. Es gibt deutlich weniger Variationen auf meinem Teller. Ich habe nur noch die Geflügel-Salami, die bald weg ist, und noch ein bisschen Käse und Gurke und Frühstücksei. Da müssen wir heute auf jeden Fall was gegen machen. Deswegen wird nachher noch, werde ich noch einkaufen gehen. Moin, da bin ich wieder. Inzwischen ist es 21 Uhr. Ich war weder einkaufen, noch hatte ich bis jetzt Zeit, Sport zu machen. Der Tag hat sich in eine komplett andere Richtung entwickelt, als ich eigentlich geplant hatte. Ich habe zwar es geschafft, ein bisschen weiter meinen Rechner einzurichten, den neuen, aber ich war eigentlich den ganzen Tag am Rechner und habe noch Kram gemacht. Ich habe noch ein, zwei Calls gehabt, die noch viel länger gedauert haben, als ich dachte. Und dann kam noch kurzfristig ein Projekt rein, was jetzt 4 oder 5 Stunden am Stück gedauert hat, sich darum zu kümmern. Aber jetzt bin ich so langsam damit durch. Ich bin ziemlich müde mittlerweile schon. Nicht so, dass ich pennen gehen könnte oder so, aber einfach müde, weil ich jetzt auch schon wieder seit 12 Stunden am Rechner sitze und ganze Zeit Kram gemacht habe. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, nochmal rauszugehen. Wir haben 22 Grad, Sonne geht so langsam unter. Und ich habe ja gesagt, ich will heute zweimal Sport machen eigentlich, weil ich ja gestern, ging es mir nicht so gut, habe ich abends nichts mehr gemacht. Aber weil das Wetter so geil ist und ich wieder den ganzen Tag nur drin gesessen habe, habe ich mir heute eine Route rausgesucht draußen, die länger ist als alles, was ich bisher gelaufen bin. Die will ich heute mal probieren. Ich werde die Route laufen, die ich sonst laufe, und dann bestimmt nochmal das Doppelte dranhängen. Also zweimal die lange Route, die ich jetzt vor kurzem für mich entdeckt habe. Und mal gucken, wie viele Schritte das dann werden. Der tricky Part ist, es geht erst bergauf, dann geht es sehr steil runter und dann das letzte Stück, also die letzten 20% wieder ganz steil hoch. Ich hoffe, ich packe das. Ich habe mir eine schöne, lockere, luftige, kurze Hose angezogen. Ich werde mit dem T-Shirt rausgehen, mir die Kopfhörer nachher draufpacken. Und ich habe es endlich geschafft und mal dran gedacht, meine Smartwatch aufzuladen. Dann gucken wir mal, wie viele Schritte das sind. Also ich glaube, die normale Route, die ich jetzt immer gelaufen bin, die ist so immer zwischen 8.000 und 10.000 Schritte müsste das sein. Wobei das hier mehr ist als in Duisburg, weil du hier echt zum Teil richtig steil bergauf läufst. Das ist echt deutlich anstrengend. Also hier sind 5.000 Schritte anstrengender als 10.000 in Duisburg. Deswegen sind die Zahlen, die ich da raushau, mögen nicht immer so krass wirken, aber hier geht es zum Teil wirklich steil bergauf. Und ich mache mich jetzt mal raus. Wir haben jetzt 21:10 Uhr. Ich bin bestimmt nicht vor 23 Uhr zu Hause. Ich hoffe, ich übernehme mich nicht mit der Route, aber die Route, die ich jetzt immer gelaufen bin, habe ich eigentlich gut weggesteckt. Und ich will mal probieren, ob ich da noch was dranhängen kann. Und ich werde es einfach mal probieren. Wenn ich merke, es klappt nicht mehr, habe ich halt Pech gehabt. Dann muss ich zwischendrin ein paar Pausen machen. Aber ich werde versuchen, das in einem Stück durchzuziehen. Und wenn ich dann wieder kurz vor Mitternacht wahrscheinlich hier reintrudel, werden wir mal sehen, wie viele Schritte das sind. Ich will mich jetzt nicht zu früh freuen. Ich glaube, es könnten an die 20.000 Schritte werden. 15.000 sollten es auf jeden Fall sein, denke ich. Ich werde mal gucken, wie viele es sind. Und dann freue ich mich auf den Tag morgen, wo ich dann morgen aber wieder einkaufen gehen muss, weil ich es heute nicht geschafft habe. Aber naja, gut. Heute wieder sehr voller Tag gewesen, obwohl heute eigentlich mein streamfreier und YouTube-freier Tag ist, wo ich eigentlich einen anderen Kram erledigen will. Jetzt habe ich den anderen Kram alles gar nicht geschafft, muss jetzt auch noch irgendwie morgen und übermorgen noch irgendwie reinquetschen. Aber so ist das manchmal an so Tagen. Ich mache mich jetzt raus, genieße noch ein bisschen die frische Luft und wir schauen mal, wie viele Schritte das wären. Das wird für mich auf jeden Fall ein neuer Rekord heute werden. Let's go. Ich mache mich jetzt los. Ich hatte die Uhr die Woche noch nicht einmal an, deswegen 0 Schritte. Mal schauen, wie viele das werden. Ich bin super gespannt. Ich rechne so mit 2 bis 3 Stunden sollte ich unterwegs sein. Wetter ist wieder perfekt. Ein paar Wolken am Himmel. Ich denke nicht, dass es noch regnen wird. Ich glaube, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Tageslicht. Dann wird es richtig dunkel.
Und ich höre mir nebenbei gerade wieder hier. Nee, mach ich gar nicht. Ich höre mir gar kein Hörbuch an. Sondern meine alte Spotify-Playlist, die ich früher immer im Stream habe laufen lassen. Deutsche Chillmusik und Chillmusik. Die Leute, die schon seit über 2 Jahren dabei sind, kennen die ganzen Lieder. 257ers, Sido in deutsche Chillmusik, die Prinzen, also ein ganz, ganz wilder Mix. Und in der Chillmusik sowas wie California, Eagle Eye Cherry. Das, was früher immer im Stream lief, ist gerade ganz angenehm. Ich brauche gerade ein bisschen mehr Action als nur ein Hörbuch. Deswegen heute mal mit ein bisschen Musik. So, ich bin wieder drin. Ich war jetzt über 3 Stunden unterwegs. Sehr, sehr viele Höhenmeter hoch und runter. Ich habe sogar noch mal eine extra Runde gedreht. Die Runde, die ich geplant hatte, war nicht ansatzweise 15.000 oder 20.000 Schritte, wenn meine Uhr dann richtig geht. Ich hatte das Gefühl, dass bei Steves Uhr die Schritte viel schneller gezählt wurden. Vielleicht macht Steve auch einfach viel kleinere Schritte als ich. Ich weiß nicht. Jedenfalls war es heute eine sehr lange Runde. 3 Stunden und 10 Minuten war ich jetzt draußen. Ich guck mal, dass ich euch gleich die Schritte filme. Die sind umgesprungen, weil ja mittlerweile 12:30 ist. Neuer Tag hat angefangen, dann springt ihr immer sofort um. Deswegen zeige euch mal die Schritte und versuche auch mal rauszufinden, wie viele Kilometer das denn heute auch waren. Vielleicht kann ich sogar die Höhenunterschiede noch irgendwie zeigen. Tja, blöderweise habe ich gerade die ganze Zeit versucht, euch zu zeigen, wie viele Schritte das waren. Habe es aber nicht gerafft, wie man bei der Galaxy Watch, wenn man die Schritte hat, von einem Tag auf den anderen switcht. Das ging irgendwie nicht. Deswegen musste ich nochmal das ganze Ding updaten, weil die habe ich seit 2 Jahren nicht geupdatet. Habe die dann jetzt auch zum ersten Mal mit meinem neuen Handy verbunden. Und dabei hat sich die ganze Uhr zurückgesetzt. Ich habe auch mal bei Google Maps alles eingegeben. Das waren 12,5 Kilometer, die ich heute gelaufen bin. Gestern, also bis Mitternacht, hatte ich so um die 14,5 oder 15.000, bevor es dann umgesprungen ist. Und jetzt waren es vorhin nochmal 3.700 oder so. Also es waren nicht ganz 20.000 Schritte. Aber das war echt eine dicke Route. Ich bin 400 Höhenmeter hochgelaufen und runter. Also es ging erst hoch, dann ziemlich steil runter und dann ging es wieder hoch zum Ende. Und 12,5 Kilometer mit den Höhenmetern war schon ordentlich. Ich glaube, morgen habe ich Muskelkater. Ich habe es auch so ein bisschen am Hüftknochen schon gemerkt oder am Hüftgelenk. Und da bin ich sehr happy mit, weil ich weiß, also die Runde, die ich am Anfang gelaufen bin, vor einem Dreivierteljahr, als ich angefangen habe, das waren, weiß ich nicht, 2,5 oder 3 Kilometer oder so. Und mit 50 Kilometer war das schon anstrengend für mich. Und die Route, die ich heute gelaufen bin, die hätte ich nicht geschafft. Niemals. Also hätte ich aufgegeben oder mir ein Taxi oder ein Uber geholt, um dann wieder zurückzulaufen, als es dann am Ende nochmal richtig steil bergauf ging. Und ich hätte sogar noch mehr gekonnt. Also ich glaube wirklich, dass ich mittlerweile 20 Kilometer am Stück laufen kann. Ich weiß, einige von euch werden es wahrscheinlich rennen oder joggen können. Aber vor einem Dreivierteljahr wäre das undenkbar gewesen. Und ich merke wirklich die Fortschritte und dass meine Beine stärker werden und ich mehr Ausdauer bekomme und so. Und das macht Bock. Jetzt bin ich aber müde. War ein sehr, sehr langer Tag. Morgen wird auch wieder lang. Morgen Showmatch gegen Big, aber am Abend, da freue ich mich sehr drauf. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und mir ist gerade beim Spazieren eingefallen, dass ich euch, glaube ich, heute gar nicht gefilmt habe, was ich heute gegessen habe am Nachmittag. Da war ich gerade in einem Call und habe es dann vergessen zu filmen. Ich habe aber noch die Umverpackung, die zeige ich euch mal eben noch. Ich habe es mir gerade nochmal aus dem Altpapier gezogen. Heute gab es auch nur so ein Fertiggericht vom Aldi, was diesmal Hähnchen süß-sauer mit Poulet war. Ja, so geht's. Ich muss sagen, die Fertiggerichte vom Migros und Coop, also in Schweizer Supermärkten, sind doch nochmal eine Ecke besser als die vom Aldi. Aber heute werde ich ein fettes Kaloriendefizit haben, weil die Portion hatte nur 395 Kalorien. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mir noch einen Joghurt mit einem Apfel mache, aber ich habe wirklich absolut keinen Hunger. Ich will einfach nur schlafen, deswegen mache ich das jetzt. Und denke, das war fürs Thema Abnehmen heute ein sehr, sehr guter Tag. Moin, heute ist Freitag, letzter Tag vom Wiegetag. Und heute findet das große Showmatch statt. Team Schweine im gegen Big. Ich mache mir gerade nebenbei Frühstück. Ich war schon 1-2 Stunden am Rechner. Meine Brötchen sind gleich fertig. Und heute steht noch auf dem Programm einkaufen gehen. Alexa, stopp. Einkaufen gehen für den Ankerkraut. Kochstream, das Duell gegen Lena. Und danach, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich den KBMAFS-Teil soweit fertig schneiden. Ich habe noch gar nicht angefangen, dass ich morgen früh dann nur noch den Wiegetag reinschneiden muss. Und wenn ich damit fertig bin, ist wahrscheinlich schon 16 Uhr und dann geht der Stream auch schon live. Sport wird dann heute Abend gemacht, vielleicht gehe ich wieder raus. Ich habe erstaunlicherweise kaum Muskelkater, trotz der Session gestern, aber vielleicht kommt das noch im Laufe des Tages. Aber da bin ich noch immer sehr stolz drauf. 12,5 Kilometer.
bergauf, bergab. Das war schon ordentlich, hat aber sehr viel Spaß gemacht und tat gut. Mal gucken, ob ich heute wieder rausgehe. Jetzt ist es wirklich warm, 25 Grad haben wir hier. Deswegen ist das auch ganz angenehm, dann nachts zu laufen, wenn es ein bisschen kühler ist. Gucken wir heute Abend spontan, wo ich Bock drauf habe, ob ich hier drin bleibe auf dem Fahrrad oder dann nochmal rausgehe. Aber Tag für heute ist komplett durchgeplant. Ich werde jetzt frühstücken, ich zeige euch, was es gibt. Dann ziehe ich mich an, weiter, fahre einkaufen und danach wird ein Video geschnitten. Let's go! So, Frühstück ist fertig, aus Mangel an Aufstrichen, wieder wie gestern. So, ich mache mich jetzt zum Einkaufen. Ich hoffe, ich kriege alles für das Kochbattle gegen Lena. Da sind ein paar Sachen auf der Liste, wo ich mir nicht sicher, ob ich die jetzt schon bekomme. Zum Beispiel Blutorange und noch ein, zwei andere Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es die in der Schweiz überhaupt gibt. Ich muss mal gucken, was ich da bekomme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und danach wird ein Video geschnitten. So, ich bin wieder zurück vom Einkaufen. Ich war jetzt eine ganze Stunde drin, weil ich viele Sachen nicht gefunden habe, weil das Sachen sind, die ich auch nie kaufe. Gelatine zum Beispiel. Ich hoffe, ich habe da das Richtige besorgt. Was ich nicht bekommen habe, war Rohrzucker. Normalen Zucker habe ich aber bekommen. Und was war das andere? Eine Blutorange habe ich nicht bekommen. Warum kann ich Orange nicht aussprechen? Eine Blutorange habe ich nicht bekommen, deswegen habe ich eine normale genommen. Wir müssen morgen ein Hauptgericht und einen Nachtisch machen. Und müssen aus allen Rezepten Freestyle was machen. Und die Leute beim Supermarkt waren super nett, weil die verteilen gerade kostenlos so Tragetaschen, die du in den Einkaufswagen stellen kannst. Habe mich sehr gefreut, habe ich heute zwar noch nicht benutzt, aber finde ich ganz cool, dass man das hier in so einer coolen Tüte hat. Werde ich jetzt immer im Auto lassen und dann da benutzen. Liebe Grüße gehen raus an Coop, dem Schweizer Supermarkt. Ja, jetzt habe ich alles in den Kühlschrank eingeräumt. Sodastream-Flasche habe ich mir auch wieder geholt. Wir haben jetzt 14.30 Uhr, oder? Ja, 14.30 Uhr. Um 16 Uhr soll ungefähr das Stream losgehen. Das heißt, ich habe jetzt noch anderthalb Stunden Zeit, um KBMAF es soweit zu schneiden, dass ich morgen nicht mehr so viel machen muss. Und das mache ich jetzt. Und dann geht später der Stream live. Und wir spielen gegen Big. Und es hat sich noch spontan was ergeben. Sonix hat gecallt, dass er das heute Abend gerne casten möchte. Das heißt, das wird nicht nur bei mir gestreamt und bei den Big-Jungs aufgenommen, sondern es wird zusätzlich noch von Sonix gecastet heute. Wird ein geiles Event, glaube ich. Oh ja. Da geht das Ding aus dem Fenster raus. Bisschen provisorisch alles, aber für zwischendurch mal anmachen. Ist natürlich jetzt laut auf der höchsten Stufe. Ist das ganz nice. Für die, die fragen, die Dinger, die ich habe noch eins fürs Schlafzimmer. Mobiles Klimagerät Pinguino heißt die Marke von De'Longhi. Die machen auch Kaffeemaschinen und so. Und ich habe damals da schon von 2016 nach einem Silent-Ding gesucht. Besonders leise sind die nicht. Man hört es trotzdem im Suchen Hintergrund. Aber im Sommer hatte ich das in der Duisburger Dachgeschosswohnung und das konnte man nicht ohne aushalten. Und deswegen bin ich froh, die Teile zu haben. Ich glaube, das hat irgendwie 600 Euro gekostet und das Ding, was ich im Schlafzimmer habe, 700. Stromkosten sind natürlich auch nicht ohne bei den Teilen, aber die Alternative ist, dass ich jeden Tag nur ein, zwei Stunden streamen könnte, weil ich sonst hier drin kaputt gehe. Und das war eine gute Anschaffung für mich jedenfalls. Hat sich gelohnt. Ich hatte heute gleich 5 Rechnungen im Briefkasten. Kam gerade die Twitch-Überweisung rein, jetzt alles wieder weg. Aber ja. Ich mache jetzt noch ein, zwei Sachen, dass ich pünktlich um 16 Uhr den Stream dann starten kann. Überleg mir noch mal ein paar Sachen, was wir heute für Penalties oder für Handicaps für die Bickungs machen. Für das Showmatch auf Tuscan. Das werdet ihr wahrscheinlich übrigens dann morgen am Sonntag auf YouTube auch bekommen als Video. Wenn das zeitlich hinhaut und wenn ihr das nicht live gesehen habt. Und ich mache soweit schon mal den Server fit, dass um 19 Uhr alles steht und ich nicht irgendwas vergessen habe und wir direkt reingehen können. Aber da freue ich mich sehr drauf heute Abend. Ich hoffe, die Warm-Up-Games mit Team Schwein eben werden auch gut und wir werden nicht allzu oft heute umgecheatet und dass wir dann zusammen mit guter Laune in das Showmatch gegen Big gehen können. Das haben wir schon, ja, locker schon seit 3 oder 4 Jahren haben wir gesagt, ey, lass doch mal ein Showmatch gegen Big machen oder so. Hat sich nie ergeben. Hat sich jetzt dadurch ergeben, dass ich so einen Dreiecksdeal mit Skin Baron und Big habe. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass es einen Skin Baron YouTube-Kanal gibt, wo ich letztens ein Format moderiert habe, wo die Spieler CSGO-Skins übersetzen mussten von Deutsche ins Englische und andersrum. Das war ganz witzig. Und da wird demnächst noch ein Format kommen. Und weil ich das für Big und Skin Baron mache, ohne dass ich da irgendwie weiter für bezahlt werde, haben wir als Deal so ausgehandelt, Skin Baron bezahlt Big, ist Sponsor. Ich helfe Skin Baron und Big mit dem Format, in dem ich das moderiere. Und als Austausch bekomme ich dafür
die Spieler vom Big Clan zur Verfügung gestellt für diverse YouTube-Formate oder Stream-Formate, wie jetzt zum Beispiel dieses Showmatch auf Tuscan. Die haben natürlich in ihrer Freizeit und außerhalb ihrer Trainingssessions auch Besseres zu tun, als mit irgendwelchen Streamern und YouTubern irgendwelche Trollmaps zu daddeln und sowas. Deswegen ergibt sich sowas halt super selten, weil die auch gut ausgelastet sind und viel zu tun haben. Aber dank dieser Dreieckskonstellation, die wir da jetzt zusammen ausgearbeitet haben, müssen die Jungs das hin und wieder mal mit mir oder mit uns machen. Und ich denke, das ist für euch auch geiler Content, weil wann siehst du mal Team Schweine eben gegen ein deutsches Profiteam, geschweige denn Big spielen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, euch hat es dann auch gefallen, wenn ihr es gestern live gesehen habt, beziehungsweise dann morgen auf YouTube, wenn es zeitlich passt und das in so einem kurzen Zeitraum fertig geschnitten werden kann, weil noch die ganzen Aufnahmen von den Big-Jungs dazukommen. Und das heißt, das sind 4 oder 5 Sichten, die dann in ein Video geschnitten werden müssen und das alles innerhalb von einem Tag fertig machen könnte knapp werden. Aber vielleicht haut es ja hin und dann habt ihr morgen um 12 Uhr hoffentlich das Video auf YouTube. Übrigens, zu essen gibt es heute auch nochmal das HelloFresh-Gericht, was ich mit Steve vorgekocht hatte. Das taut gerade auf. Mache ich danach heiß. Und weil es mittlerweile schon so heiß ist, dass ich mein Klimagrill brauche, werde ich mir jetzt einen selbstgemachten Eistee machen. So, hier mein schönes Ankerkraut-Teeregal. Und heute gibt es, glaube ich, meinen Lieblingstee, den Bitter Lemon Tart. Den werde ich mir jetzt aufkochen, stelle ich mir dann kalt und habe danach im Stream einen schönen leckeren Eistee. Der ist so geil. Also wenn ihr den einmal ausprobieren wollt, die Tierliste, die habt ihr, kann ich euch in die Beschreibung packen. Hashtag Werbung. Das ist mit Abstand mein Lieblingstee. Ist der mit den meisten Kalorien, auch mit 9 Kalorien auf 100 Milliliter. Aber wenn man sich da eine Tasse oder zwei am Tag von gönnt, dann ist das kalorientechnisch auch vollkommen in Ordnung und der ist echt mega geil und noch immer wesentlich gesünder und besser als so ein Lipton-Eistee, wenn man den holt. Aber das ist auch eine Ausnahme für die anderen. Aber bei dem steht nicht drauf. Apfel und Mandarine können wir ja mal gucken. Der 3 Kalorien, also die haben alle zwischen 2 bis 9 Kalorien, die Früchte-Tees bei Ankerkraut. Und mit der Bewegung, die ich im Moment habe, ist das sowieso kein Problem. Ich meine, 9 Kalorien auf 100 Milliliter fertigen Tee ist nix. Den mache ich mir jetzt fertig. Und den trinke ich dann später im Stream. Let's go. Ich bereite mich gerade mit Team Schweine eben für das Tuscan-Showmatch gegen Big vor. Jetzt wird gegessen. Habe ich mir heute Nacht aufgetaut. Das war das HelloFresh-Gericht mit den Spätzle und den Pilzen und so. Und die Leute warten schon, gespannt. Hallo, hallo, moin. Moin, YouTube. So, Stream ist aus. 8 Stunden 13 waren es heute. Waren ordentliche Streams die Woche. Also ein paar Stunden zusammengekommen. Die Tage davor habe ich ja auch gestreamt. Heute war der erste Tag, wo es so richtig warm hier war. Ich hatte ja auch die Klimaanlage dazwischen laufen. Deswegen, ich habe unheimlich viel getrunken. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass mir das morgen so ein bisschen das Wiegeergebnis versaut, weil ansonsten war die Woche echt tipptopp. Aber ich glaube, ich habe allein im Stream heute an die 4 Liter getrunken oder so. Ja, wenn es so ist, ist okay, dann weiß ich warum. Aber ich weiß, die Woche war richtig, richtig krass. Also was ich gestern gelaufen bin, den einen Tag mit dem Pokémon Community Day habe ich auch, ja, da war ich auch auf dem Fahrrad und bin dann noch 2 oder 3 Stunden draußen rumgelaufen. Also die Woche war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde mich jetzt noch eine Stunde auf das Ergometer machen. Und dann gibt es morgen wieder das Wiege-Update. Bin sehr gespannt. Ich würde mich sehr freuen, wenn da auch wieder was runtergegangen ist. Aber wie gesagt, wenn dem nicht so ist, dann wird es daran gelegen haben, dass heute so warm war und ich unheimlich viel getrunken habe. Aber das sehen wir dann morgen. Ich mache mich jetzt noch ein letztes Mal aufs Ergometer für die Woche. Oder nicht für die Woche, für dieses Video für euch. Und dann schauen wir uns morgen mal an, was die Waage sagt. So, weil ich noch die Muskelkarte aus der absoluten Hölle mache, mache ich heute mal kein Fatburn-Programm oder Rolling oder sowas, sondern einfach nur konstant auf Stufe 7 die 45 Minuten jetzt durch. Und da werde ich morgen Abend, glaube ich, erst wieder Sport machen, weil ich habe jetzt auch angefangen, jeden Tag, so gut es geht, ein paar Liegestütze, Sit-Ups, Squats und so zu machen. Hab mir vor 2 Tagen auch noch hier mein Hantel-Set rausgekramt. Da ist jetzt gar nichts mehr an Gewicht drauf, weil ich aufgehört habe mit wenig Gewicht und vielen Wiederholungen. Aber mir tut gerade der ganze Körper weh. Ich habe Muskelkater ohne Ende, ich kann den linken Arm kaum durchstrecken. Deswegen machen wir jetzt noch eine chillige Session, oder nicht chillig, aber halt eine Session, wo ich nicht gegen so ultra viel Widerstand ankämpfen muss zwischenzeitlich. Und da gucke ich erstmal, dass mein Körper sich mal zumindest einen Tag lang ein bisschen erholen kann. So, dann ist gleich fertig. Ein paar Kalorien verbrannt. Dann wird gleich geduscht, gepennt
Wir haben jetzt 2 Uhr nachts, um 9 klingelt der Wecker. Dann wird KBMAF ist fertig geschnitten, lade ich euch dann hoch. Und dann wird noch das Wiege-Update fertig gemacht. Ich bin sehr gespannt, was die Waage morgen sagt. Let's go. Moin, es ist 10:30 und jetzt wird gewogen. Woche 9 sind wir schon. Nächste Woche haben wir schon 10 Wochen. Das ist echt krass, wie schnell das rumging. Ich bin jetzt super gespannt auf das Wiegeergebnis. Ich denke, es war eine sehr gute Woche. Ich habe einen neuen Rekord aufgestellt, was das Laufen angeht. Habe mich bis auf den einen Tag, wo es mir aber abends schlecht ging, jeden Tag auch wieder bewegt. Den Tag danach dafür 3-mal so viel wie ansonsten. Und ich glaube, es war eine gute Woche. Ich hatte am Anfang dieses Videos, glaube ich, gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das Wiegeergebnis diesmal nicht so gut ausfällt oder sogar was draufgekommen ist, weil ich da vorher die Woche mit Steve im Tessin hatte und da sind wir jeden Tag ultra viel rumgelaufen. Es war sau heiß, ich habe viel geschwitzt und wahrscheinlich viel Wasser verloren. Und das Wiegeergebnis letzte Woche war ja mega gut mit -3 Kilo oder irgendwie sowas. Ich muss gleich nochmal nachgucken, bevor ich mich auf die Waage stelle. Ich weiß gar nicht, wo ich stand. Und das war erstaunlich gut, sodass ich es... auch weil ich gestern so viel getrunken habe, für wahrscheinlich halte, dass da vielleicht sogar was auf der Waage dazugekommen ist, was aber eigentlich nur Wasser sein dürfte, weil ich habe safe jeden Tag ein Kaloriendefizit gehabt die Woche. Und wir schauen jetzt, was die Waage sagt. Ich muss einmal nochmal an den Rechner und im Video gucken, wo ich denn auf der Waage letzten Samstag stand. Ich glaube 137, irgendwas. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie viel, deswegen gucke ich einmal kurz. Okay, ich habe kurz geschaut. Es waren 137,1. Dann schauen wir mal, was die Woche sagt. Jawohl, Mann. 136,3. Sogar tatsächlich was runtergegangen. 800 Gramm ist jetzt nicht das Mörderergebnis, aber mit der Woche davor waren das in den letzten 2 Wochen -4 Kilo. Und wie gesagt, gestern habe ich noch sau viel getrunken und ich hätte eigentlich fast damit gerechnet, dass ich bei +/- 0 bin, wenn nicht sogar was draufgekommen ist, weil ich so viel Wasser getrunken habe die letzten Tage. Aber das freut mich. Das heißt, die 140-Grenze, die ist jetzt erstmal eine ganze Weile weg. Da muss ich schon jetzt richtig ablosen, um da wieder hinzukommen. Und nächstes Ziel sind die 130 knacken in vielleicht 4 Wochen oder so. Mal schauen, wie schnell ich da hinkomme. Und dann steht eine 1-2 hoffentlich bald schon vorne. Sehr nice. Mal gucken, wie jetzt die Woche wird. Ich glaube, es wird sehr warm. Ich habe wieder einige Projekte. Ich werde sehr viel drin sein. Wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich mal gucken, dass ich mal wieder einen Real-Life-Stream draußen mache und irgendwo rumlaufe hier und euch da vielleicht sogar mitnehmen. Vielleicht mal eine Runde durch Zürich oder so vielleicht sogar. Aber im Moment ist mit Twitch und YouTube super viel. Morgen kommt der Kochstream gegen Shushu, wenn ihr euch den angucken wollt, um 12. Danach die Wochen kommen auch noch mal ein paar Special-Streams. Also voller Terminkalender im Moment. Aber KBMAF, es wird durchgezogen. Und dann schauen wir mal, wie es nächsten Samstag aussieht. Ich danke euch fürs Zusehen. Freue mich wie immer über Kommentar und Bewertung. Und dann sehen wir uns heute später im Livestream oder im nächsten YouTube-Video. Later!